Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. So, hier hinten sind schon wieder ein paar drinne, aber es reicht nicht aus. Warum? 20? 32 davon sind da drin. Okay. 32, deswegen läuft er auch nicht weiter. Ich habe nämlich schon ein bisschen was gebaut an Trichtern. Jetzt brauchen wir wieder. Eis. 64. Da. Nehmen wir doch die. Lassen wir das nämlich gleich nochmal weiterlaufen hier. So. Wir werden aber jetzt mal weitermachen mit den Runenschildern. Gucken wir nochmal, was haben wir denn hier? Wir haben einmal Rüstungen. Werkzeug und Terra. Werkzeug war Ordnung, das ist gut. Das heißt, wir können eigentlich. Dann haben wir keine Menschen. Natürlich nicht. Wir haben keine Menschen. Jetzt haben wir Menschen. Aber das hier mit Ordnung. Dann können wir nämlich irgendwas, was Ordnung und das hier. Ordnung hat. Was, was noch Ordnung hat. Ich könnte jetzt natürlich noch wieder Menschen für. Das ist auch Ordnung. Ja, machen wir es mal mit Menschen. Ist doch blöd. Machen wir Bewegung. Machen wir Luft. Nicht Luft. Doch Luft. Dann machen wir, verbinden wir einmal mit einer Kerze. So. Haben wir das schon mal verbunden? Jetzt haben wir hier oben Gehirn. Ist Feuer und Geist. Geist. Ist Tod und Leben. Tod und Leben. Zerstörung und Leben. Haben wir Terra. Das können wir hier mit Terra verbinden. Leben. Und Tod. Ach, Mist. Geist. So, haben wir das auch verbunden? Jede magische Leere. Zerstörung. Thank you.
Ich habe keine Tinte mehr. So, jetzt aber. Fisch. Feuer zum Beispiel. Und da haben wir auch Runenschilder erforscht. Gucken wir uns gleich mal an. Ach, das nächste Mal muss ich mir merken, ich muss unbedingt das Jetpack bringen. Runenschilder. Deine Forschung über magischen Schutz hat dich die Runenrüstung entdecken lassen. Der Name ist irreführend, denn es handelt sich nicht um eine klasse Rüstung, sondern um eine Sammlung aus Amuletten, Siegeln und anderen Schutzzaubern, die mit normaler Kleidung getragen werden. Diese formen einer magischen Barriere, die dich vor den meisten Schadensarten beschützt. Die Rüstung besitzt eine Anzahl an Trefferpunkten, von denen der Schaden abgezogen wird, der dich sonst treffe oder verletzen würde. Gut. Wenn die Trefferpunkte nicht mehr vorhanden sind, bekommst du normalen Schaden. Die Runenschilder laden sich mit der Zeit wieder auf und benötigen Terra und Luft, um sich wieder aufzuladen, welche sie aus deinen Stäben zieht. Okay. Die Rüstung bietet keinen Schutz gegen Schaden durch Ertrinken, Verhungern oder andere Umweltgefahren. Durch ihre Natur kann diese Rüstung nicht normal verzaubert werden, aber du bist sicher, dass es Möglichkeiten gibt, sie zu verbessern. Du musst sie nur finden. Aha, Runenschutz 5, Runenschutz 8, sehr mäßig gering, Arkane Fusion. Runenschutz 10. Aha. Also das ist irgendwie Trefferpunkte. Goldene Hinok. Nur mal kurz ausruhen. Ein Reiter. Retter in einer Not. Ich bin noch nicht fertig. Hehe, du wirst es nicht bereuen. Geladener Ring des Schutzes. Revitalisierender Ring des Schutzes. Kinetischer Gürtel des Schutzes. Amulett des Notfallschildes. Runenschilderweiterung. Schilder auf Maximum. Sehr interessant. Das sieht auch sehr interessant aus. Sehr schön. Duplizieren. Endlosgläser. Glas der Leere. Wir brauchen mehr Leere vor allem. Helm der Enthüllung. Ich glaube, jetzt machen wir mal den Helm der Enthüllung. Das ist sowas, hätten wir schon. Ne, wir haben die Brille. Einen Helm machen wir. Okay. Gucken wir uns auf jeden Fall schon mal an. Was haben wir denn da? Der Helm der Enthüllung. Also das schaffen wir, glaube ich, diese Folge auch noch. Das ist jetzt ja nicht allzu schwierig. Denke ich mal. Da haben wir Zuppestab, Stoppelehre und Fisch. Ordnung. Okay.
heißt, wir brauchen einen Fisch. Zauberstab. Hier oben brauchen wir das. Und machen wir noch einen Ordner in die Mitte. So, Helm der Enthüllung. Helm der Enthüllung. Aha. Wie sich herausstellt, bietet eine Brille nicht viel Schutz gegen angreifende Zombies. Du denkst jedoch, du hast eine Lösung fürs Problem gefunden. Indem du eine Brille an einem Taumium-Helm befestigst, kannst du die Vorteile von beiden nutzen. Naja, es stellt sich heraus, dass es ein wenig komplizierter als das ist. Ein bisschen Magie ist nötig, um Rückkopplungen zu vermeiden. Und ein wenig Magie, um sich am Verrutschen zu hindern. Aber insgesamt scheint es mehr oder weniger zu funktionieren. Ein Taumium-Helm, das kriegen wir auch noch hin. Aber ich glaube, das machen wir dann nächste Folge. Wie viel Taumium habe ich denn überhaupt? Wo habe ich das Taumium generell? Ich hatte doch Taumium. Ja, 12. Das funktioniert doch gut. Oh, jetzt habe ich mein Buch hier reingepackt. Gib mir mein Buch wieder. So. Golem-Connector. Ach, gibt es. Computercraft, Paraffin. Kraft, Taumic Tinker erlaubt einige Blöcke, die es hinzufügt, so wie manche Taumkopfblöcke als Computerkraft genutzt werden zu werden. Grund ist die Methode-Dokumentation für diese Prämie eine extreme Webseite. Wenn du es jetzt Enter drückst, wird es dich zu ihr führen. Ne? Lol, es funktioniert wirklich. Also ich habe jetzt Enter gedrückt und das ein Browser wurde geöffnet. Auf dem zweiten Monitor. Da funktioniert das nicht auf allen Systemen. Solltest du der Fall sein, gebe in deinen Browser ein. Aha. Da müsste ich mich auch nochmal mit beschäftigen. Rauchiger Quarz ist ziemlich genau Quarz, nur negativ. Alle regulären Blöcke, die mit Quarz gemacht werden, können auch mit rauchigem Quarz gemacht werden. Und die sind schwarz. Rauchiger Quarz kann mit einem Stück Kohle oder Holzkohle zu verwärmen, sowie ein paar Stück regulären Quarz gemacht. Rauchiger Quarzblock. Ach, okay. Cool. Cool. Und bei Transferstelle, was will ich jetzt hier haben? Talisman noch mehr Geschenke zu kaufen. Ja, brauchen wir mal, was auch immer das hier ist. Talisman des Remedium. Du hast das Leben und den Körper studiert und herausgefunden, dass du dich durch die Anwendung von Magie von schädlichen äußerlichen Einflüssen schützen kannst, indem du diese Effekte in einem Konstrukt umleitest. Dieser Talisman wird die meisten schädlichen Effekte auf dem Träger beseitigen und sich selbst bewahren, was im Schaden zufügt. Ah ja. Um diese Fähigkeiten zu aktivieren oder deaktivieren, würde jemand mit dem Shift-Rechtsklick, wie zu erwarten, es nur aktiviert. Aha. Verstehe ich zwar nicht, was, also negative Effekte, Feuer oder was? Klinge des verfluchten Geistes. Komm auch nochmal. Cool. Man kann halt ein Taumium-Schwert zusammenklingen. Geschwindigkeit, Angriffsschaden. Gar nicht mal schlecht. Instabilität hoch. Lesen wir auch nochmal und dann war es auch schon wieder. Klinge des verfluchten Geistes. Du hast ein Schwert kreiert, das mit noch nie dagewesenen Kräften zustößt. Jedoch, damit das der Fall ist, ernährt es sich das Schwert vom Blut des Trägers. Boah. Wenn mit diesem Schwert irgendwas angreift, wird der Angreifer einen Herzschaden erleiden. Mit diesem Schwert zu blocken, wird immer nur ein Herzschaden verursachen. Ungerechnet des ursprünglichen Schadens. Ferner wird das bloße Halten dieses Schwerts dem Träger eine unerschütterliche Aura verleihen, was sie befähigt, schneller zu bewegen als normal. Also das ist natürlich cool. Schneller bewegen.
Du hast auch entdeckt, dass Schwerter dieser Seele der Monster herausreißen kann. Diese Fähigkeit kann durch Schwerter aktiviert werden. Diese Seelen sind reich an Essente, aber du vermutest, dass sie noch weiter Nutzen haben können. Also damit kann man auch Seelen. Aha, irgendwie. Sehr interessant. Monsterbeschwörung. Botenes Wissen. Ein Zaubertuch. Aber es gibt nur so viel zu entdecken. So, an dieser Stelle sage ich aber, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal.